Jasmin und willkommen zurück zu Need for Speed Carbon. Weltkarte, wir haben in der letzten Folge noch einen Drift geschafft, zum Ende der Folge gerade noch so. Und jetzt nehmen wir noch den Sprint. 8 Kilometer, also haben wir schon mal schön die Folge ein bisschen... Ich komme gerade nicht drauf. Gefüllt, genau. Gefüllt. In der letzten Folge haben wir auch die Bushido-Crew unter der Leitung Kenjis herausgefordert. So, ich habe, glaube ich, gerade einen Blocker aktiv, oder? Den neuesten auf jeden Fall, soweit ich weiß. Und das ist, ich weiß gar nicht, war es ein Blocker oder ein Schlepper? So. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich aktiv habe, aber ich denke, es ist ein, ja, Samson, ja, das ist der Dunkelhäutige. Der kann den hier mal wegblocken. Allerdings brauche ich ihn erst noch. Und ich habe mir letztes Mal wieder die erste Folge angeguckt, deswegen weiß ich auch wieder, wie das funktioniert mit dem... Okay, Alter, Alter, okay. Halte ich erstmal zurück. Mit den Partnern. Blocker, Schlepper und Scout. Scouts halt für die Abkürzungen, das wissen wir ja schon. Blocker ist, soweit ich weiß, wenn ich das jetzt nicht verwechsel, Blocker, um die Leute wegzubashen. Die Leute, die Autos, also die anderen Fahrer, wegzubashen. Und dann noch der Schlepper, der zieht einen sozusagen hinter sich her. Und man kann sich nach einer gewissen Zeit aus seinem Windschatten heraus katapultieren. Genau so war das. So, hier haben wir doch eine Abkürzung. Boah, Alter. So, ja, ich weiß. Oh, Crank, Alter, wo geht's denn hier lang? Boah, Junge, ich komme hier gar nicht von irgendeiner Baustelle. Ich komme von irgendeiner Baustelle direkt zur nächsten. Okay, so geht's weiter hier. Na, Samson, was geht? Das ist, als ob er einfach so ein 10, 20 Meilen Marathon gelaufen wäre oder so. Boah, Alter, jetzt fahren hier schon wieder die Autos vorbei. Ja, ich nehme ausnahmsweise mal nicht irgendwie zu einer Zeit auf, wo nicht mehr so viele Autos fahren, sondern... Ich kann die Uhr gerade nicht sehen, aber es müsste jetzt... Im Moment, hier steht eine. Es ist jetzt ziemlich genau 2 Uhr. Und dadurch... Uiuiui. Und deswegen fahren hier natürlich umso mehr Autos und vor allen Dingen auch LKW vorbei. So, also, wenn ich das jetzt nicht mehr gewinne, bin ich scheiße. Bin ich der Loser des Universums. Och, komm. So. Ja, niemand anders hat die Abkürzung genommen, soweit ich das gesehen habe. Ist das überhaupt eine Abkürzung? Nö, nicht wirklich. Das ist so eine Gegend, durch die wir noch gar nicht gefahren sind, logischerweise. Aber es ist schön hier, eigentlich. Natürlich gefällt mir Rockport immer noch am besten, aber hier ist auch nicht schlecht. So, kann ich hier irgendwie abkürzen? Ja, kann ich. Nicht. Scheiße, oder? Nein. Fuck. Okay, durch sowas zum Beispiel hätte ich jetzt verloren. Wenn die Leute ein bisschen dichter dran gewesen wären. Ja, hä, Alter. Ich bin doch schon lange wieder auf der Bahn. Oh ja, da hast du recht. Okay, und damit haben wir, glaube ich, unser erstes Teilterritorium eingenommen. Ein Renault Clio V6. Haben wir freigeschaltet. Okay, damit haben wir das Spiel eigentlich sogar schon bald beendet, denke ich, denn wir müssen... Wir müssen jetzt noch 4 Bereiche einnehmen. Und dann nur noch oben das. Ich frage mich, ob das gehört. Kings Park, Kontrolle Bushido. Ja, okay, 4 Minuten haben wir rum von der Folge. 5 ungefähr. Machen wir doch gleich noch das nächste. Ja, ja, fuck, was war das denn? Sprint 4,5, Sprint, ne, Kontrollpunkt 6,7. Ich mach jetzt doch mal den Sprint.
Ich nehme jetzt einfach nur mal die kurzen Rennen, dann können wir das Spiel auch bald beenden. Ich denke, das ist nicht unbedingt das Schlechteste. Eigentlich hätte ich jetzt der Fairness wegen, sage ich mal, den Kontrollpunkt nehmen sollen, weil wir den schon ein bisschen länger nicht mehr hatten. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich möchte jetzt doch lieber nur kurze Rennen fahren. Und wer sich wundert, warum ich vorhin nicht den mein Gott, den Rundkurs mit 7, mit nur 7, irgendwas Kilometern genommen hätte an Meilen, an Länge, mein Gott. Fahre ich denn hier? Der vergisst, dass ein Rundkurs aus mindestens 2 Runden besteht, wodurch es automatisch 14 Kilometer geworden wäre. Es sei denn, die Anzeige ist so, dass die 2 Runden zusammen 7 Kilometer sind, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Alter, ist das hier nicht irgendwie eher eine Driftstrecke? Nee, Junge. Ist aber auch schön hier. Erinnert mich an irgendeinen Freizeitpark. Ja, nicht Freizeitpark, eher so ein Erlebnispark. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr an welchen. Vielleicht der Dino-Park? Das könnte sein, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau warum. Nicht genau warum. Mich das jetzt an irgendeinen Park erinnern sollte. Ich warte auch nicht, dass ihr das versteht. So. Wir brauchen sich eigentlich nur an der Innenkurve orientieren. Mein Gott, Alter, was fahren denn hier für... Wie viele LKW fahren denn hier vorbei? Es ist ja... Es ist sogar für die Zeit ein bisschen unnatürlich. So, und da vorne ist das Rennen zu Ende. So, ich wollte nochmal schön reinbreaken. Okay, neu freigeschaltet. Matt Flak. Okay, weiter. Gucken wir doch mal. Hier muss ich sogar beide fahren. Das ist blöd. Gut, dann machen wir das nochmal schnell. Zum Event springen. Und ab geht's. Und los. Okay, Kontrollpunkt, ja. Okay, der erste ist ungefähr eine halbe Minute entfernt. Boah, ja, geil. News Channel. Ich hab euch auch lieb. Boah, Alter. Das hätte ziemlich anders ausgehen können. Aber so ein Profifahrer wie ich, der kann das natürlich alles. Aus dem... Nicht Handgelenk, aber aus dem... Ja, doch aus dem Link. Mit links, so, mit links. Das klingt vielleicht schöner. Aus dem FF. Ja, hier sind wir, glaube ich, das finale Rennen gegen Angie gefahren. Wenn ich mich da richtig erinnere. Und ich glaube, dass ich mich da richtig erinnere. Boah. Gerade noch so, Alter. 45. Komm schon, Mann. 45 Sekunden wäre die Mautstelle, der nächste Kontrollpunkt entfernt. Aber ich habe noch über 15 Sekunden drauf bekommen. Und es hat mir zum Glück. Es hat mir auch, sagen wir mal, ohne. Diese 15 Sekunden Bonuszeit hätte es vielleicht blöd gewesen, denn ich bin ja danach voll in ein Auto reingekracht. So, das ist eine lange Kurve. Boah, Alter. Ja, diese knappen mal gerade so an der Wand vorbei Dinger, ne? Die sind nicht gut für meine Nerven. So. Crap, wo geht's hier lang? Junge, meine Nase kratzt die ganze Zeit, juckt die ganze Zeit, mich kratzt, juckt die ganze Zeit. Das ist ein bisschen hinderlich, vor allem weil ich dann die ganze Zeit so klicken würde. Das ist ja auch scheiße. So. Komm schon, Mann. Warum hier?
Links und zack, da haben wir doch den nächsten Kontrollpunkt und die Abkürzung verpasst. Verdammt. So. Was ist denn mit meiner Nase los, Alter? Ach, hier ist Zähne, geil. Hier ist Zähne, yeah. Neu freigeschaltet, Karosserie, Vinyls, Paket 2, geil. Und das nächste Teil, Territorium gehört uns. Freigeschaltet Mitsubishi Eclipse GT. Weiter. Ich weiß nicht, was peinlicher ist. Deine Crew oder dein Wagen? Dein Territorium wird angegriffen, wenn du dich entscheidest. Ja, das kennen wir schon von den Black Hearts. Meinetwegen. Ja, das war ja ein richtig harter Diss. Kenji, heißt der so? Ich weiß es gar nicht. So unwichtig ist der. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt, Mann. Das ist ein Loser. Das ist ein ziemlich geiler Einspieler, aber diese Frau ist so hässlich, Alter. Mann, Samsung muss sich immer aufladen, Alter. Da war... wie hieß er denn hier? Mein erster, hier, der Scout. Sal. War doch definitiv cooler, der musste sich nicht immer stundenlang aufladen. Das war nämlich immer der Nachteil an... Oder das ist der Nachteil an... Ja, was ist denn hier los? An Partnern, die müssen sich durch Geschwindigkeit immer aufladen. Scheiße, dieses Rennen geht ziemlich schnell vonstatten. So, ja, mach ich später. Also mir auf die Schulter klopfen, falls ihr das gerade irgendwie akustisch nicht verstanden habt. Fuck. Oh, Samson, Alter, das ist so ein richtig schlechter Fahrer, ne? Das ist unglaublich. Ich werde ihn gleich wieder deaktivieren und jemand anderes als aktuelles Mitglied einstellen. So, ja, komm. Was ist hier los? So, wir sollten uns dann vielleicht auch irgendwann mal einen neuen Wagen kaufen. Und der hier wird ja dann doch langsam, ziemlich langsam. Im Gegensatz zu unseren Herausforderungen. Oh, fuck, Alter, das Rennen ist ja fast zu Ende. Alter! Du gewinnst das hier nicht, mein Freund. Oh, Alter, Samson ist immer so richtig weit hinten, das ist richtig scheiße. Hat er gerade Naiso oder Naalso? Ja, Naalso denke ich wohl eher. Okay, weiter. Jo, mach das schön. Fotomodus, jetzt im Unterschlüpf. Und dann will ich einmal kurz gucken. Tune, Wagenauswahl, Crew. Freie Fahrt. Ganz kurz, nutzen wir die letzten. Ach, geil. Nee, das ist ja. Ah, fuck, das ist ja mein Unterschlupf. Das ist ja kein Wagenhändler. Das hier ist allerdings einer. Der ist aber nicht auf so direktem Weg wie der hier. Deswegen nehme ich dann doch lieber den. So, ich hoffe nur, die Polizei kommt jetzt nicht an. Das wäre scheiße. Oh, ups, falsche Taste, Entschuldigung. So. Komm schon mal, das schaffen wir jetzt noch. Ja, ist immer gut, in eigene Territorien zu fahren. Da muss man keine Angst haben, dass hier gleich irgendwie ein grüner Wagen um die Ecke kommt und uns fertig macht. Das Prism Army. Ah, das ist doch ein schönes Gefühl. Hier könnten wir einen Sprint fahren. So. Das sollten wir jetzt noch schaffen. Wir sind jetzt auch auf einer nicht ganz so hohen Fahndungsstufe.
eingegangen über ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit. In östlicher Richtung. Einheiten im Zielgebiet ohne Priorität. Bitte melden uns am Ich sollte weniger reden. Okay, Mazda, Camaro, noch ein Mazda, Chrysler, Alfa Romeo, Mercedes, Mitsubishi. Lotus Elise, nice, Alter. Ah, die Beschleunigung ist besser, dafür ist die Geschwindigkeit geiler. Oh, Alter. Der haut ja richtig raus. Geil, ein Aston Martin. Den, ach, fuck, wir fahren ja gerade ein. Boah, bin ich blöd. AMG, SL 6.5, genau. So, hier kommen wir wieder zu den etwas schlechteren, die Stufe 1 Dinger. Oh, hier, Alter, der haut auch ziemlich raus, ne? Dann würde ich sagen, wir nehmen als erstes... Boah, Alter, ey, ne? Die Audiospur wird Moment, Lotus und... Ford Mustang GT, ja. Okay, und der haut, wie gesagt, auch ziemlich raus. Aber ich würde jetzt tatsächlich als erstes den nehmen. Ist zwar richtig teuer. Moment, hab ich den? Ja. Okay, gut, dann erstmal zurück. Ja. Boah, Alter. Er rastet auf jeden Fall richtig aus. Zurück zum Unterschlupf, yo. Und dann erstmal die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, haut raus. Bis zum nächsten Mal und ciao.